So Leute, und weiter geht's bei dem fiesen Gemetzel. Es kann sein, dass der Part abrupt aufhört, dann ist der Stick voll. Nur damit es keine Verwirrung gibt bei euch. So. Also ein paar werde ich noch mitnehmen, aber ich glaube, ich mache mich vielleicht einfach ein bisschen unsichtbar. Also hier kommen jetzt echt viele. Ah, Knarren-Action. Ach, coole Sache. Also bis hier in das Spiel einfach göttlich. Oh, kein Schuss mehr. Aber hier war doch eine Kiste. Her damit. Dankeschön. Aber ich habe ja eine viel coolere Idee. Aber dafür muss hier unten erstmal Ruhe sein. Hä, wer schießt denn da? Ah, Leute, ich sag ja, in AV ist das Spiel automatisch schwerer. Weil man echt nicht gut die Sachen erkennt. Ist einer hinter mir. Oh, sogar zwei. Oh, sogar drei. Oh, sogar vier. Was ist das denn, ey? Oh, kacke. Also drauf... Oh, sogar fünf. Drauf gehen möchte ich jetzt wirklich ungern. Ist der tot? Ja. Boah, wer ist denn da jetzt noch? Alter, von ganz da hinten, wie trifft der mich denn? Ich meine, gut, ich treffe ihn auch, aber trotzdem. Was soll das denn? Okay, da unten ist noch irgendwo einer. Da, zack. Ja, Charlie bringt eigentlich gerade momentan auch nichts. Wo? Ach, da. Okay. Ach, Mensch. Ich will eigentlich nur hier runter, weil ich was machen will. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Wow, okay. Konzentration. Och, mein Gott, ey. Ah, die Stelle habe ich gehasst mit Jenny, wo wir es gestern angezockt haben. Ne, vorgestern war das ja. Echt schlimm. Es ist so ein Pussyschlag und dann gehen sie drauf. Also irgendwie, naja. Boah, jetzt kommen hier noch voll viele. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Auch wenn man manchmal den Weg zurückgeht, respawnen da auf einmal Gegner wieder neu. Das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß, dass hier noch irgendwo einer ist. Scheiß drauf. Ich will Folgendes machen. Ich will an das Geschütz. Und das will ich abreißen. Genau, danke. Das Ding macht so einen üblen Schaden. Ach, da oben ist der. Jo, jetzt nicht mehr. Das Ding ist so verdammt geil. Okay, das ist mir neu, dass hier einer angefahren kommt. Ihr seht, das Ding macht heftigen Damage. Hat allerdings auch nicht so viel Schuss. Zack, 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 down. Zack, 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 wo ist er? Ach, hier. Ja, Leute, also es ist ein Wunder, wenn ihr wirklich was erkennt. Also selbst mir fällt es schon schwer hier. Aber okay. Ach, das sind die diesmal. Ah. Panzermodus an, damit wir uns nicht wehtun. Also ich gehe hier immer lang. Boah, das war fies. Entschuldigung. Ja, die Waffe hat sie halt echt in sich, also... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Timer anzumachen. Leute, ich glaube, ich mache jetzt auch einfach nur... Das ist jetzt eh schon der vierte Part. Ich mache das Level noch zu Ende. Hier ist ein Souvenir. Diesmal ist es ein Taxi. Kann ich mit dem Ding eigentlich auch rutschen? Nee. Hängt sich wohl eher die Blazy auf. Vor dem Aufprall ausgestiegen. Überprüfen Sie die Fluchtkapsel. Wir suchen Gewebeproben, eine tote Besatzung, irgendwas in der Art. So, wir müssen genau jetzt so Zeugs von den Alien-Viechern finden. Ich weiß natürlich jetzt schon, wo man hin muss. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es genau unten drunter ist. Und das ist auch so dumm. Passt mal auf, Leute. So, hier müssen wir rein. Geht natürlich nicht, ist ja klar. Wäre auch zu einfach. Nach jedem genetischen Material, das Sie finden können. Erstmal Rocket Launcher mitnehmen.
Bats und geowned. So, das Ding hat man immer dabei. Das ist cool. Ich will aber mein schweres MG wieder haben. Und wie gesagt, wir müssen jetzt natürlich außen rum gehen. Weil wir halt nicht reinkommen da unten. Alle haben es gesehen, es ging wirklich nicht. Und jetzt passt mal bei folgendem auf. Warte mal, war hier gerade einer? So, zack. Neckbreaker. Ist ja hier wie bei Naughty Bear. Bär, Bier, Bär. Moment, wo bist du? Und die stolpern auch so geiler. Das ist schon echt pervers gemacht. Oh, jetzt gehe ich wahrscheinlich drauf. Ah, die Jungs, die halten schon. Die halten schon gut was aus. Muss man echt sagen. Und, okay. Das sah auch lustig aus. Ach, ihr Leute, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Mach schnell. Ich brauche volle Energie, sonst sterbe ich, wenn ich da runterspringe. Panzerung an und runterspringen. So. Jetzt müsste, genau, das Ding hier runterkrachen. Okay, Sie sind drin. Scannen Sie den Rumpf. Ja, ja, on my way. Ich bin dabei. Ja, ein Part werde ich noch machen. Das dauert jetzt eh noch. So, jetzt sind wir hier drinnen. Wir scannen den Kram ein. Hallo? Ah, gut. Oh Mann. Und jetzt pass auf. Menschliches Gewebe. Jetzt ist auf einmal das Fenster offen. Wir können rausgehen. Toll. Eingeschmolzen. Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit. Raus da, Mann. Und hier ist die Begegnung mit dem ersten Alien. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Also an sich halten die recht viel aus, aber wenn man richtig gut auf den Kopf trifft, halten sie kaum was aus. Allerdings bewegen die sich so scheiß schnell, dass das echt schwer ist. Die können sich natürlich auch unsichtbar machen. Zumindest hatte ich das Gefühl. Und deswegen müssen wir auch den Nanoscan manchmal anmachen, damit wir sie überhaupt sehen. Ey, ich hab doch noch einen Raketenwerfer, wieso nutze ich ihn nicht? Okay, auch wenn ich... Ah, da ist er. Oh, ist er down? Oh, dann hab ich aber gut getroffen, Leute. Und jetzt kommt nämlich das Skill-System. Für jeden Alien, den wir killen, kriegen wir 100 Punkte. Also später gibt's noch andere Aliens, aber ich will nicht so viel spoilern. Boah, da gibt's auch so einen ganz fetten. So viel kann ich sagen. Der geht ab. So, und jetzt kann ich halt, ja, skillen. Aus jeder Kategorie kann ich aber nur ein Skill aktiv machen. Am Anfang mache ich Viereck. Das obere ist nämlich die verbesserte Panzerung. Ist immer gut zu gebrauchen. Hier hat letztens auch einen lustigen Bug. Mir wurde angezeigt, ich soll hier hin. Also das blaue Zeichen. Ich bin hingelaufen und es ging nicht weg. Also ich stand hier und ja, es ist immer noch da geblieben. Das war auch so ärgerlich. Aber naja. Wir laufen jetzt hier weiter durch. Ich glaube, ich mache das im nächsten Part. Ja, auf jeden Fall. Da machen wir dann hier den Schluss, Leute. Und ja, bis dann. Tschüss.